Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Mega Maker mit eurem Mega Player. Oh Gott, es sollte nicht zur Gewohnheit werden. Aber Leute, es geht weiter. Wir werden natürlich wieder die Online-Level checken und gucken, ob da was Gutes dabei ist. Ich werde natürlich wieder eintippen müssen. Moment. So, es kann weitergehen. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen, das Projekt. Mir gefällt es mega gut, also... Ja, ich weiß immer, die ist mega. Ihr werdet es so oft noch hören, ich schwör's euch. Das wird auch noch in den Let's Plays passieren, die danach kommen werden. Also, jetzt bei Mega Man, ne? Vielleicht auch in den normalen Let's Plays, das weiß ich noch nicht. Aber okay, wir gucken mal. Was haben wir denn hier Feines? Oh, jede Menge Minusbewertungen. Ich bin irgendwie geschockt. Die meisten benutzen gar nicht so wirklich diese Robot Master, die ich vielleicht benutzen würde. Keine Ahnung, wahrscheinlich... Weil die meisten immer nur den ersten Teil kannten oder den zweiten oder die am meisten gefeiert haben. Gucken wir mal, was dieses Level so zu bieten hat. The Trails of Insanity... doch, Insanity, ne? Boss Rooms Fix It, okay? Fünfmal gespielt, minus eins. Klingt gut, oder? Naja, jenseits von Gut und Böse, würde ich mal so sagen. Okay, wie es aussieht, dauert das wieder mit Internet. Ich habe so ein Gefühl, Frame-Einbrüche. Wobei, nee, das geht relativ schnell. Das ist Spinman, Leute. Spinman ist ein Spinner. Und der ist wirklich, der ist schon ein cooler Typ. Ach so, wir müssen da unten hin. Ist das ein Rätsel-Level? Alter, Tatsache. Stimmt. Das habe ich auch mal irgendwo gesehen, aber jetzt nicht dieses Level hier. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Kann uns irgendetwas töten? Wie soll man denn da drankommen? Jetzt sag nicht, ich muss irgendwie Glitch oder... Ach so. Ah, das sind mehrere Stages. Man hat mehrere Möglichkeiten, mehrere Wege. Ah, das finde ich sehr interessant. Deswegen buggt das auch so ein bisschen, aber das finde ich okay. Weil der hat sich ja Mühe gegeben. Jetzt ist nur die Frage, welche Fähigkeit benutze ich jetzt gleich, damit ich nicht abkacke. Nein, ne? Wie soll das denn funktionieren? Moment. Ich habe echt kein... Wie soll das... Muss ich da rüberspringen? Okay, da können wir nicht rüberspringen. Hat sich erledigt. Ist okay. Ah, jetzt verstehe ich. Und jetzt? Wie soll ich da rüberkommen? Jetzt hiermit oder was? Das finde ich ein bisschen zu krass. Ach so, man kann da gar nicht... Oh, Mann. Oh, ich mache mir hier voll die Mühe und denke mir so, Alter, okay. Ich habe nichts gesagt, Leute. Krass. Ey, sollen wir dann mal die anderen Wege auch ausprobieren? Ich bin dafür, dass dieses Level gewürdigt wird. Auch wenn es jetzt bis jetzt noch nicht der Oberhammer ist, aber es hat mich schon in gewissermaßen beeindruckt. Ah, wir haben einen Checkpoint. Ah, man kommt so oder so dann quasi hier in die Mitte. Sehr interessant. Ah, und diese Dinger zeigen an, worauf man sich einlässt. Jetzt verstehe ich. Oh, ist mega cool. Ja, welchen Weg gehen wir? Was war jetzt hier rechts drin? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Sind wir da nicht rausgekommen? Oder bilde ich mir das ein? Worauf haben wir denn Bock? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier oben rechts rein, damit ich mir die Reihenfolge ein wenig merken kann. Ja, nee, ist klar, ne? Sonst geht's euch noch gut. Ja, ich glaube, man sollte sie einfach nur ignorieren, dann ist das Ganze gar kein Thema. Okay, das ist ein bisschen krass. Junge, Junge, Junge. Aber der kann auch springen, das finde ich irgendwie sehr witzig. Ich habe zwar keinen Schimmer, wofür ich die Fähigkeiten bis jetzt irgendwie benutzen soll, aber wir schaffen es auch so. Ich habe so ein Gefühl, da könnte etwas sein. Ach, da unten ist ein anderer Weg. Ah, deswegen die Frame-Einbrüche. Jetzt verstehe ich auch. Okay. Krass. Noch so ein Raum. Alter, werde ich direkt voll kaputt gemacht. Aber der kann es natürlich nicht anders machen, ne? Der kann sie ja nicht dazu zwingen, dass sie nicht angreifen. Oh nein. Ist es dein Ernst? Das ist jetzt nicht... Das ist nicht dein Ernst. Moment. Dafür gibt es diese Möglichkeit. Ja. Perfekt. Selbst daran haben die gedacht. Das finde ich richtig cool. Mal gucken, ob es jetzt vielleicht hinhaut. Oh nein. Jetzt sag nicht, das ist die ganze Zeit so. Das finde ich voll schade.
Hat er das nicht gecheckt oder funktioniert das nur ab und zu? Ah, das ist dann wieder so die Sache, wo ich sagen würde, da mängelt es dann so ein bisschen. Vielleicht aber müssen wir sliden. Ich habe direkt sliden gedrückt, Leute, weil ich mir gedacht habe, vielleicht komme ich da irgendwie durch. Schade eigentlich. Schade, ich will wissen, was da ist. Hat er das echt nicht alles ausprobiert? Ich glaube, der hat wirklich nicht alle Wege ausprobiert. Sollen wir die Skull-Männer da irgendwie... Oder diese Feuerdinger. Komm, wir gehen mal zu den Feuerdingern. Ja, das ist eigentlich ganz solide, ne? Ich finde, hier hätte er anstatt nur dieses Standardgedöns vielleicht ein bisschen mehr Ideen reinballern können. Aber vielleicht wäre das ja nicht vom Mega Maker her aus gegangen, weil ich ja selber noch kein Level gebaut habe. Ja. Diese Dinger aus Alecmans Stage, ne? Die haben mich auch immer mega genervt. Oh Mann, ich habe schon wieder mega gesagt, Leute. Aber warum kommen jetzt diese Elektro-Dinger? Man hat doch eben nur dieses Feuer gesehen, oder? Da muss man sich beeilen. Das finde ich aber cool. Das finde ich okay. Das ist jetzt zwar nicht wirklich sonderlich das Beste vom Besten, aber es ist okay. Oh Mann, diese Framerate, ne, gerade. Immer wenn ich springe, ihr seht es ja, ne? Dann haut das nicht ganz hin, wenn ich dann zur Seite drücke. Oder beziehungsweise hier hochzuspringen, ist echt nicht einfach. Oh nein. Oh, ihr nervt. Jetzt ist mir das egal. Ich lasse mich jetzt einfach mal ein bisschen treffen. Ich glaube, ja, das war zu viel getroffen werden. Ja. Okay. Sollen wir den Weg nochmal nehmen? Ja, wenn es wirklich so ist, dass wirklich nicht jeder Weg ausprobierbar ist, dann könnt ihr das Level ja selber ausprobieren. Dann zeige ich doch nicht alle Wege. Das ist dann ein bisschen too much. Ich weiß ja auch nicht, wie lang das Level geht. Aber ich freue mich schon auf Spin Man. Das war doch Spin Man, ne? Auf den freue ich mich, weil gegen den zu kämpfen ist ganz cool. Ah, hör doch auf. Spin Man war, glaube ich, aus Mega Man 3, ne? Weil ab Mega Man 3 konnte man sliden. Alter. Und ab Mega Man 4 konnte man den Blaster aufladen. Und auf den Gameboy-Teilen konnte man schon ab dem zweiten Teil sliden. Und ab dem dritten Teil konnte man schon aufladen. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, aber es ist so. Und diese Framerate, ne? Sie stört gerade so übertrieben. Oh. Da müssen sie jetzt wirklich noch irgendwie ein bisschen fixen. Aber ich denke, das kriegen die noch hin. Okay, machen wir mal weiter. Gott sei Dank gibt es noch andere Wege. Für den Notfall können wir noch diese Skull-Man-Wege da gehen. Oh, das war ganz schön knapp. Normalerweise wird man doch schon fast immer getroffen, oder? Weil, ja, das Bein oder der Fuß, der ist ja schon eigentlich quasi schon... Oh, anvisiert gewesen. Alter, hör doch auf. Ihr könnt mir ja mal in die Kommis schreiben, was euer Lieblings-Mega Man-Teil ist. Ob ihr überhaupt schon mal von Mega Man gehört habt. Und was ihr von... ich weiß. Bro, du wirst mich dafür hassen, aber... Was haltet ihr von Mighty Number 9? Ja, Mighty Number 9, dazu will ich nicht viel sagen, ne? Ich habe ja davon gehört und... Ja, ich muss auch sagen, schon von den Erzählungen her bin ich auch selber davon enttäuscht. Und dieser Weg, Leute, den ignorieren wir jetzt einfach mal. Und wir gehen jetzt mal zu diesen Skull-Dingern. Alter, warum springt der? Ach so, ja, das ist ja wegen dem Teleporter. Boah, diese Framerate, ne? Das ist ein bisschen blöd bei solchen Leveln. Ohne Scheiß, das muss man wirklich irgendwie fixen. Aber das ist bestimmt machbar, weil ohne Scheiß, die heutige Technik, wenn man so drüber nachdenkt, was nicht alles möglich ist. Ja, und ihr seht jetzt gerade, ich werde gerade ein bisschen Damage boosten, damit wir hier durchkommen. Weil das ist einfach asozial. Alter, lass mich doch in Ruhe. Ich habe da auch die Fähigkeit, warum benutze ich die denn nicht? Boah, wie viel! Finde ich voll gut. Nein, ich wollte mir Energie holen. Alter. Korrekt. Jetzt muss ich nur noch hier hoch. Oh, ja, ich wusste es. Lass mich in Ruhe. Oh,
Oh, komm schon. Ah, da wird es bestimmt wieder einen Checkpoint geben. Also, ich bitte darum. Habt ihr das gesehen? Das ist irgendwie witzig. Als ob der das so beschwören muss und dann kommt das so hinter dem und dann greift es erst an. Das erinnert mich an die Pokémon-Attacke sehr. Oh nein, geh weg. Tatsache. Oh ja, Leute, das Design aus Snake Man Stage. Oh, das ist so geil, ne? Dass es so schlangenmäßig aussieht. Sollen wir uns noch mal mit Spin, begnügen? Ja, machen wir. Was? Ist das dein Ernst? Jetzt sag nicht, das geht nicht. Ach so. Okay. Was ist denn die Schwachstelle von... Ah, ich glaube, das war diese, nein. Ach so. Oh, ich wollte schon sagen. Was ist das denn für ein Kampf? Ja. Das ist sehr schön. Oder hat er die Schwachstelle dieselbe Fähigkeit irgendwie? Keine Ahnung. Ich habe noch nie Spin Dash oder Spin... Wie hieß das nochmal? Top Spin oder wie auch immer. Gegen den verwendet. Wir machen es einfach mal. Kann ja nicht schaden. Doch, das geht. Wie geil. Okay. Das finde ich sehr interessant. Aber habe ich was Neues gelernt. Oder das haben die nur im Mega Maker so gemacht. Ihr könnt mir das ja mal in die Kommis schreiben, wenn ihr ein bisschen mehr Ahnung habt. Alter, hör doch mal auf. Aber okay. Der Boss, der ist ganz gut. Also, hätte ich mal direkt das hier verwendet. So. Ich muss ein bisschen aufladen, aber das haben die schon gut gemacht, dass sie es wirklich nochmal hier eingebaut haben. Weil sonst hätten wir wirklich ein bisschen Probleme gehabt. Okay. Übrigens, es könnte auch sein, wenn man die anderen Wege geht, dass die anderen Robot Master kommen. Auch wenn man quasi diesen einen da gesehen hat. Also am Anfang. Weil es gab so ein Level, das hatte mein Bruder gespielt. Da stand irgendwie Run to Life oder sowas. Und da musste er wegrennen und dann waren dann die ganze Zeit diese Bossgegner. Und das war ein ganz einfaches, schnelles Level. Und das war jetzt hier gerade der Mario-Effekt, den ihr gesehen habt. Und nein, er spinnt schon wieder. Das Gute ist, wir können ihn treffen, wenn er spinnt. Alter, komm schon. Mach ihn fertig. Irgendwie macht es sogar Spaß, gegen ihn zu kämpfen auf so eine Art. Auch wenn das jetzt wirklich nicht großartig einfallsreich ist, aber so kann man ihn auch mit Spin Dash besser treffen. Das Problem ist jetzt, ja, genau das. Er wird uns töten und fand ich jetzt nicht so prickelnd. Aber das Gute ist, alles spawnt immer wieder. Heißt, wir können uns alles immer wieder auffüllen. Sollen wir mal gucken? Nee. Ihr könnt ja selber mal in dem Level gucken, habe ich ja sowieso gesagt. Ich finde, das Level ist gar nicht mal so schlecht. Und ich glaube, der hat das alles nicht beabsichtigt, diese Fehler, die da jetzt aufgetreten sind. Vielleicht ist es auch, wenn ihr den Run zum Beispiel macht, nicht so. Vielleicht ist es dann besser geladen, das weiß man nie. Okay. Ja. Aber ich frage mich, warum dieses Level nicht beendet worden ist. Oder wurde es doch? Ich habe gar keinen Plan mehr. Hatte der ein Minus? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also Minus hat er definitiv nicht verdient, weil er hat sich schon was überlegt. Also er hatte eine Idee, ein Konzept, was er jetzt zwar nicht perfekt umgesetzt hat, aber es ist schon okay. Alter Junge! Ich hab doch gedrückt. Nur weil ich nicht auf ihn drauf war. Das Problem ist, bei dem hier auszuweichen ist ätzend, weil... Oh, normalerweise ist das so, dass man ihm ausweichen kann, indem man quasi Spin Dasht. Also nicht Spin Dasht, sondern slidet. Das fand ich auch ganz cool, dass man gegen ihn sliden musste, damit man besser ausweichen konnte. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Aber dafür, dass dieses Level doch einfach scheint, hat es doch ein paar Stellen, wo man öfters stirbt. Aber vielleicht liegt es auch am Level-Design. Ne? Oh, oder einfach an meiner Dummheit. Aber die Frame-Einbrüche, die kann man natürlich auch noch zählen, ne? Komm schon. Ich glaube, wir sollten, ja, nicht direkt immer auf ihn zulaufen. Das ist nämlich mein größter Fehler, den ich mache. Alter, was war das? Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh Gott. Oh, verdammt, ich habe doch gedrückt. Oh Mann. Der ist echt nicht einfach. Der lässt uns zappeln. Definitiv. Ja, ist okay. So. Jetzt kann ich nochmal aufladen. Oh. Komm schon, den kriegen wir doch jetzt gebacken, oder? Wäre gelacht, wenn nicht.
Das ist so wie Beyblade. Man kämpft gegeneinander. Let's Beyblade, ja. Oh nein. Der lässt mich aber auch nicht in Ruhe. Junge! Alter, come on. Lass es. Ah, wow, das war knapp. Verdammt, ich hätte ihn nochmal getroffen, aber irgendwie hat es nicht sein wollen, sollen, wie auch immer. Oh nein, er macht wieder seine Fähigkeit. Oh, weg hier. Nein, ich wusste es, dass er nach oben kommt und er trifft uns. Das Problem ist, wenn er uns mit dem Körper trifft, macht er uns mehr Schaden, als wenn er uns mit seiner Fähigkeit trifft. Das ist meistens in Mega Man so, weil Körperkontakt, ja, ihr wisst Bescheid, ist intensiver. Okay. Auf ein neues. Ja. Aber ich finde es auch gut, dass es nicht so leicht ist. Das hat dann irgendwie was. Oh, nein, nein. Oh. Ich hasse das, ne? Das ist so random manchmal, wie die Dinger sich auch bewegen und er sich dann auch bewegt. Und ich habe ihn bis jetzt nur einmal getroffen, Leute. Was geht da ab? Könnt ihr mir das irgendwie mal verraten? Ja, klar. Sicher doch. Als wenn ich ihn jetzt noch besiege, Leute. Nee. Ich ahne Böses. Ja, klar. Ja, klar. Und dann macht er noch seinen Angriff. Und wehrt dann auch noch meine Attacke ab. Oh, verdammt. Oh, ich dachte, ich würde ihn kriegen. Aber nein, er hat uns bekommen. Jetzt wird es aber ein bisschen öde, Leute. Wisst ihr was? Wir gucken jetzt einmal den anderen Weg. Jetzt ist nur die Frage, welchen Weg? Crushman? Sollen wir echt Crushman nehmen? Ich habe Angst. Ja, kommt. Wir machen Crushman. Okay, da muss man nichts kaputt machen. Warum? Ja, nee, ist klar. Dann auch noch gegen Crushman. Okay, das heißt wirklich, er hat sich dabei was überlegt und das finde ich gut. Heißt, er wird auf jeden Fall einen Daumen hoch von mir bekommen. Alter, komm schon. Ich muss auch sagen, diese Stage hier, die gefällt mir, aber die ist auch relativ schwer. Ich werde definitiv verlieren, weil, ja, die andere Stage, da war ich jetzt ein bisschen mehr drauf eingestimmt. Das Gute ist, wenn er da drauf springt, meistens hat er irgendwie die Arschkarte, aber wir haben jetzt auch die Arschkarte und wisst ihr auch warum. Kann ich ihn damit wenigstens treffen? Ja, ich kann ihn damit treffen. Aber es macht kaum Schaden. Das finde ich nicht so prickelnd. Komm, ich brauche ein bisschen Energie, Kollege. Ja, korrekt. Ja, das ist unsere Chance. Oh, komm schon. Ja. Ja, perfekt. Schieß mich ruhig öfter ab. Du kannst mich ruhig öfter abschießen. Komm. Aber verdammt. Ich habe nichts mehr. Kann ich ihn damit treffen? Oh, nein. Ja, ich kann ihn damit treffen, aber es macht kaum Schaden. Das ärgert mich jetzt gerade. Nein, er hat mich getötet. Oh, nein. Ich dachte, ich würde ihn jetzt besiegen, Leute. Und dann sowas. Ah, ja. Ich würde sagen, wir machen den jetzt einfach. Damit ihr ein bisschen Abwechslung habt. Ich schaffe dieses Level einfach nicht, ne? Das ist einfach... Oh. Wir können natürlich auch da drauf springen. Am besten wäre, wenn er da in der Ecke gefangen wäre, aber... Naja. Er kann das ja auch kaputt machen, wie ihr sehen könnt. Ja, perfekt. Ich habe ihn getroffen. Nein. Oh, ich hasse es. Er läuft einfach schneller als wir. Ja, perfekt. Komm, spring nochmal. Oh, was für ein Match. Das ist irgendwie cool. Spring da auch nochmal drauf. Nein, nicht so. Alter. Junge, übertreib. Ja klar, sicher. Sonst geht's ja noch gut, ne? Oh nein, ich hätte es auffüllen müssen. Okay. Nein. Was? Das macht ihm keinen Schaden? Kann man das so einstellen? Das weiß ich allerdings nicht. Oh nein. Jetzt kann ich ihn nur noch damit töten. Alter, prima Ballerina oder was? Ja, nee, ist klar. Wie soll ich ihn denn damit umbringen? Oh, diese Stage, ne? Boah, die geht aber wirklich, die geht ab. Ich würde ihn ja so gerne besiegen, aber es hat nicht so viel Sinn. Wir können aber
Das fällt mir jetzt gerade auf. Ich glaube, wir gewinnen jetzt sogar. Wir können ja die Energie bzw. wieder zurückgewinnen, indem wir ihn mehr oder weniger quasi seine Blades abknüpfen oder abluchsen und sie in Energie verwandeln. Daran habe ich allerdings nicht so gedacht. Oh Mann. Komm schon. Ah, Mann. Der will mich doch irgendwie auf den Arm nehmen, ne? Was hat er jetzt wieder vor? Alter Schwede. Nein, das gibt es nicht. Seht ihr, wie viel Glück man hier haben muss in diesem, in dieser Stage? Boah, ja, gib mir die ganze Energie. Ja. Jetzt wird er natürlich wieder, ja, sein Lieblingsgedöns machen. Verdammt, ich war nicht schnell genug. Oh, komm schon. Ja, er dauert nicht mehr lang. Ich spüre es. Ja, immer her damit. Jetzt macht er wieder seine Attacke. Das war so klar, dass er mich trifft. Ja, komm. Er hat nicht mehr viel, Leute. Ich spüre es. Oh nein. Es wird nicht gut. Oh, ja. Endlich. Das war so befriedigend, Leute. Ich glaube, ich bin dreifach gekommen. Holy shit. Ein Level könnten wir noch machen. Das Level hat wirklich Zeit gefressen, also das hätte ich nicht gedacht. Aber es hat auf jeden Fall einen Daumen nach oben verdient. Warum Daumen runter? Ich weiß, es war relativ verglitscht und verbuggt irgendwo. Aber es lag daran, ja, man muss es aus anderen Perspektiven sehen. So, jetzt ist er froh, weil er keinen Minus mehr hat. Okay. Eine Stage können wir noch machen. Ich bin dafür, dass wir... Oh, das ergibt sich doch irgendwie, ne? Depriving Mines. Ja, okay. Zwei Daumen nach oben. Sechsmal gezockt. Ich bin gespannt. Cutman! Ich muss sowieso zum Friseur, also du kannst mir die Haare gerne schneiden. Oh nein. Jetzt sag nicht, das ist so eine nachgebaute Stage, weil die erinnert mich irgendwie... Ach so, okay. Der Anfang hat mich wirklich erinnert an Gutsmans, seine Stage. Ja, ne? Gutsman haben wir auch noch nicht gesehen. So viele hat man noch gar nicht wirklich gesehen. Oh, da ist ein Checkpoint. Was haben wir eigentlich für Fähigkeiten? Ach ja, das wird lustig. Ich habe nämlich schon mal so ein Level gespielt gegen Cutman und ja, das war schon... Das war nicht... Ja, es war schon feierlich, aber gegen Cutman und dann auf so einer ekelhaften Art und Weise nicht. PS, ich hatte aber trotzdem gewonnen. Aber irgendwann, das hat was gedauert. Aber das finde ich ja so genial an Mega Man. Man muss wirklich... auf alles gefasst sein. Was war nochmal da oben? Leben, ne? Oder so? Irgendwie Energie? Ich weiß nicht, warum er jetzt diese Dinger da hingemacht hat, dass sie nach oben gehen. War das ein Tutorial, um uns zu zeigen, guck mal, die Dinger gehen nach oben oder was? Keine Ahnung. Warum gibt es hier diese einen Dinger? Wir haben doch eh keine anderen Fähigkeiten. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Einfach nur als Design. Ja, als Design. Würde ich mal so sagen. Aber das hier läuft schon viel flüssiger. Merkt ihr was? Also ohne Scheiß, das hat nicht so krasse Framerate-Probleme. Im Übrigen, es gibt auch Level, da hat man gar keine Waffen. Heißt, man muss wirklich nur überleben. Das ist krass. Aber das finde ich auch irgendwie interessant. Alter, komm schon. Ja. Junge! Aha, okay. Ob das so geplant war? Ich glaube, ja. Ich gehe mal davon aus. Die Parts werden doch länger als ich... Was? Ich bin nur hochgesprungen und dann hat er sich irgendwie geglitscht und dann hat er sich verfangen und dann direkt in die Stachel. Junge, Junge. Ach ja. Also, Mega Man Maker, ohne Scheiß, Leute. Keine Ahnung, wie ihr das seht, aber das ist das Beste, was Mega Man hätte passieren können. Ich hoffe auch, dass er sowieso nochmal wiederbelebt wird. Das habe ich auch in anderen Parts mal erwähnt. Falls ihr das genauso seht, dass man quasi Mega Man wiederbeleben möchte, indem man... Weil ich habe irgendwo gelesen, dass Capcom das gerne tun würde. Darum kommen auch die Legacy Collections raus. Ich bin der Meinung... Oh Mann! Dieses Verglitschte, ne? Ich bin der Meinung, dass sie das so versuchen, Mega Man Legacy Collection 1 rauszubringen. Und das hat sich doch relativ, glaube ich, verkauft. Dann kam Mega Man Legacy 2 dann... Also kommt er jetzt bald raus... Und dann denke ich mir mal, wird die X-Reihe nochmal ein bisschen belebt und mal gucken. Vielleicht machen sie ja...
Oh nein. Ah, oh, come on. Vielleicht machen sie es ja wirklich so, dass sie das irgendwie auf die Reihe bekommen. Ich weiß es noch nicht. Dass sie wirklich Mega Man X, ich weiß nicht, ab welchem Teil das war. Ich glaube, ab Teil 4 ging es bergab. Dass sie da quasi ein Remake draus machen. Würdet ihr euch darüber freuen? Würdet ihr euch wünschen, dass Mega Man nochmal wiederbelebt wird? Auf eine andere Art und Weise? Aber ich finde, dieser Pixel-Look ist der beste Look irgendwie. Genauso wie aus dem Super Nintendo-Teil. Und auf der PS1. Das fand ich auch noch cool. Ich habe irgendwie Angst. Ich mag diese Dinger nicht. Ey, Alter, das gibt es nicht. Oh. Das hat er sowas von mit Absicht gemacht. Ich glaube, wir machen das so. Ich springe auf dieses Ding und springe direkt nach rechts. Der hat das mit Absicht gemacht. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ich will Cutman jetzt endlich, ja, zurechtstutzen. Was er eigentlich mit uns, glaube ich, machen wird. Aber okay. Aber wir können sogar den Blaster aufladen. Das finde ich okay. Gut zu wissen. Aber irgendwie, die Energie spawnt immer. Das finde ich irgendwo auch gut. Bei einem normalen Mega Man wäre das nicht der Fall gewesen. Alter. Okay. Korrekt. Ja, endlich. Da ist auch der Checkpoint, den wir gesehen haben. Ich muss sagen, Wasserlevel in Mega Man waren sogar ganz cool. Also zumindest damals. Ob sie hier jetzt cool sein werden, weiß ich nicht. Aber ich kann mir einiges darunter vorstellen, was so gemacht werden könnte. Alter, okay. Oh, noch ein Checkpoint. Das ist aber gnädig. Wahrscheinlich kann man hier irgendwie reinglitschen, denke ich mir mal. Oh Gott. Nein, ich habe doch nochmal nach unten gedrückt. Wisst ihr was? Derjenige, der das Level gebaut hat, hat mit Absicht diesen Abstand gemacht, damit man nicht direkt komplett durchkommt. Deswegen muss man ein wenig nach hinten gehen und erst dann sliden, damit das auch hinhaut. So. Hä? Kann man daran sterben? Können die einen dann irgendwie zermalmen? Ich glaube schon, ne? Ich habe so ein Gefühl, das könnte der Fall sein, dass er das deswegen so eingebaut hat. Ja, und wie ihr sehen könnt, an die Zeiten kann ich mich echt nicht halten. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Oh, Alter. Ja, Cutman, geh runter. Wenn wir Glück haben, fällt er runter und ich kann ihn strugglen. Normalerweise, je nachdem, sterben die ja auch. Der ist irgendwie zu einfach. Nein, oh. Ja, der Kampf war wirklich ein bisschen einfach. Weil der immer da runterfallen konnte. Wenn er das nämlich nicht kann, dann nimmt er uns garantiert meistens auseinander, weil der verfolgt euch. Sogar in euren kühnsten Albträumen sogar. Komm, du kriegst einen Daumen hoch. Es war gar nicht mal so schlecht. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaut wieder ein, wenn es wieder heißt Jump'n'Run Time.